Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Oh, wir haben eine neue Nachricht bekommen. Bubulia, hallo. Hallo Mario, wie geht's? Mir geht es wirklich sehr gut. Hier hat sich viel verändert. Nur Bubulio wird immer noch oft vom Bubuma ausgeschimpft. Ich fände es schön, wenn er mehr mit mir zusammen wäre. Hast du immer viel zu tun? Musst du viel reisen? Ganz weit weg? Wo sonst noch keiner gewesen ist und so? Oh, wie spannend das sein muss. So aufregend. Wenn du Zeit hast, komm unbedingt hierher und besuch mich mal. Bubulia. Die kriegt Nachwuchs. Wieso? Bonbon müsste ja jetzt hier sein, ne? Genau da oben. Ich wusste, dass du es schaffen würdest, den alten Bartomb zu überreden. Super Mario, es war vollkommen richtig, dich zum Captain zu machen. Der Proviant ist an Bord, die Vorbereitungen sind damit abgeschlossen. Das heißt, Schiff klar zum Auslaufen, einverstanden? Jipp. Gut, bereit zum Auslaufen. Unser Ziel ist die Isla Cosaria. Ahoi. Mir tun wir so, als wüssten wir nicht, dass er von diesem X-Typ ist. Ja, Grutius 1. Ja, Gruzi 1. Einschleusung erfolgreich. Schwarzer Gruzi eingeschifft. Ich wiederhole. Schwarzer Gruzi an Bord. Kapitel 5. Der Schatz des Piraten. Logbuch XO, Tag, Stern, Monat, den Winden trotzend, sticht die Corsair in See. Ein gewagtes Unterfangen, nicht für uns erfahrene, mutige Seebären. Logbuch XX, Tag, Stern, Monat, ein prächtiger Wind, dazu strahlendes Wetter. Die Götter des Meeres scheinen unserer Expedition gewogen zu sein. Logbuch X Music, Tag der Sterne, Sternmonat, unsere Reise verläuft ganz nach Plan. Und ich habe mich verredet, das lief nicht so nach Plan. Bei unserem gegenwärtigen Tempo werden wir morgen die Insel erreichen. Mit roten Augen starten der Schädel und... Mit roten Augen startet der Schädel aus Stein, so rot und glänzend wie ein Rubin. Das hat sich nicht gereimt. Bom, 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 rot wie ein Rubin. Bei Europa fehlen wir dreimal auf den Steiß. Blaubert A, Schulkmann viermal. Und dann ein lauter Knall. Für Ohrenschmerzen nehme ich keine Haftung. Was für eine Nacht. Ich habe doch gleich gesagt, kein Grund zur Unruhe. Die Insel liegt vor uns. Ich kann die Schätze fast schon riechen. Ein herrliches Gefühl. Wollt ihr Bericht von meinem Heldentaten hören? Natürlich wollt ihr. Damals, als ich im Dschungel gegen einen Riesenschlange... Damals. Gefahr. Der schon wieder. Cosarios Ruhmestaten. Genau dieselben Geschichten wie gestern, oder? Monster. Auch jetzt. Gemeinsam. Wir können ja nicht weg. Also Zähne zusammenbeißen und einfach reden lassen. Man darf ihn auch nicht unterbrechen. Sonst wird Cosario wieder sauer. Aber was ist jetzt los? Das Schiff verliert am Pfad. Ey Chef, tut mir schrecklich leid, dich zu unterbrechen. Aber es sieht ganz so aus, als machen wir keine Fahrt. Wir treiben nur noch.
Was? Keine Fahrt? Wir treiben? Das ist noch gefälligst dafür, dass wir wieder Fahrt aufnehmen, ihr Landratten. Am Schiff selbst liegt's nicht. Und ich bin noch nicht so abgetakelt, dass ich sowas übersehen würde. Ei, ei, dann hab in den Mastkorb. Ich klär die Lage. Ei, ei, Land in Sicht, aber kein Lüftchen etwa noch. Schnauze, ich arbeite hier, was soll das? Flammi! Ruhe, Disziplin, was für ein DD, was für ein Geigei. Da ist er, der Piratenkönig. Es gibt ihn also wirklich. Was machen wir jetzt? Keine Panik, das sind doch nur optische Täuschungen. Los, setz die Segel. Bist du der Piratenkönig? Moioioi, zu Hilfe. Alle Mann auf ihre Posten und bleibt ganz ruhig. Ganz ruhig, ruhig, ruhig und immer dem Befehl des Captain gehorchen, klar? Nein, Bartom! Hör zu, bleib ganz ruhig und... Moi! Wow! Captain, Bartom, wir evakuieren! Alle Mann von Bord, los zur Insel, jeder für sich, wir treffen uns dort. Logbuch. X-Sterntag, Sternmonat. Wir sind auf dieser Insel gestrandet. Glück im Unglück, wir sind auf der Isla Cosaria, am Ziel unserer Reise. Aber wir haben 3 Vermisste. Darunter auch Steuermann Bartom. Was soll nur aus uns werden? Die Lage erscheint aussichtslos. Logbuch. X-Herztag. Sternmonat. Unsere Lage hat sich ein wenig gebessert. Die Flut hat einen Teil unseres Proviants an den Strand gespült. Salzige Käse, salzige Kartoffeln, salziges Brot. Vieles davon konnten wir einsammeln. Für eine Weile scheint das Überleben sicher. Logbuch. Kreistag, Sternmonat. Wir wollen eine Hütte für unsere Vorräte bauen. Damit wäre zumindest der Proviant vor Sturm und Regen geschützt. Bartom und die anderen bleiben weiterhin verschollen. Aber noch hoffen wir, dass sie es irgendwie geschafft haben und auf der Insel sind. Logbuch. Seit 3 Tagen auf der Insel. Die Hütte ist fertig. Wir richten uns ein, in der Hoffnung, bald wieder nach Rohlingen zurückzukehren. Isla Cosaria. Hey Captain, Schnauzbart. Unsere kleine Hütte ist fertig. Klar zur Besichtigung. Aber jetzt erstmal hier alles klein hauen. Wenn wir schon einmal hier sind. Oh nein, die Maus ist reingeflogen.
scheinbar hier irgendwo. Ah, hier. In dieser Gegend scheint es nichts Besonderes zu geben. Oh, du bringst mir erst die Orden. Ja, die Sternspotter. Das ist gut. Waka, Volltreffer. Komm, anstelle von... Feuerblume. Ja, ist wahrscheinlich wegen dem Item. Mal gucken, wenn das Item weg ist. So, jetzt. Riechst du immer noch was? Okay, sie spürt also Sternsplitter, Schätze und Items auf. All in one. Captain, schnell! Corsario und Big Gomp, die beiden sind schnell! Hast du etwa Angst vor den Geistern auf der Insel? Du bist doch sonst so furchtlos. Was redest du da? Du hast doch selbst die Hosen voll. Stickrutscher. Moment, hast du etwa von vollen Hosen gesagt, Matrose? Ganz genau, und ich sage es so oft ich will. Hosen voll, Hosen voll. Hosen voll. Oh, bom, bom. Oder nicht. Jetzt bist du dran. Oh, wütend? Hier werde ich zeigen, was eine kurze Lunte ist. Da sind sie. Captain, die Geister sind wieder rausgekommen. Mario, das ist ein Befehl, verjagt die Dinger. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. So, erstmal möchte ich gerne scannen. Kalte Glut. Kennen wir auch schon aus Paper Mario 1. Das ist die kalte Glut. Die kalte Glut ist ein zorniges blaues Irrlicht. Maximale KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Auch die kalte Glut ist ein Flammengegner. Du solltest sie nicht direkt berühren. Und wenn du sie mit Feuer angreifst, wird etwas Schreckliches passieren. Angriff mit Wasser, Eis oder Explosion sind da voller Erfolg versprechender. Natürlich solltest du auch deine eigene Verteidigung nicht vernachlässigen. Sonst könnte es sein, dass du schneller Feuer fängst, als dir lieb sein kann. Autschi. Frag mich, ob... Ob sie Schaden nimmt, wenn ich einen Body Slam mache? Ja, sie nimmt Schaden.
Dafür gibt ihr ordentlich Erfahrungspunkte. Aua. Dann nehmen wir einfach mal... Oh Mist, das funktioniert auch nicht. Wunderschön. War das überhaupt blöd kontern? Dicke mal. Ich tausche mal. Nimm mal die Nagarine wieder. Stark, der die Verteidigung des Gegners umgeht. Okay. Und dann nochmal den letzten Hammer. Gut gemacht, Captain. Noch sind wir nicht sicher. Da treiben sich sicher noch mehr auf der Insel herum. Aber einer von uns muss diese Insel genauer erforschen. Ich als Befehlshaber muss natürlich hier bleiben. Natürlich, Mario. Du wirst diese Insel für uns untersuchen, oder? Ich wusste es, Mario. Du bist eben ein Superheld. Also dann, viel Erfolg. So, aber erstmal gehe ich mich hier ausruhen. Willkommen in Todzeit. Ein wenig Ruhe erfrischt Geist und Körper. Willst du für 10 Münzen dich ausruhen? Yep. Bitte genieße deinen Aufenthalt. Ich weiß, ich hätte einen Gutschein, aber die 10 Münzen haben wir schnell wieder rein. Nochmal speichern. Dann reden wir mal mit jedem hier. Oh je, was soll jetzt nur aus uns werden? Das Innere der Insel stinkt nach Gefahr. Pass gut auf, Captain. Und, schon was gefunden? Ich bin ein echter Fan von dir. Wie läuft die Erforschung? Alles ruhig und sicher? Ich zähle auf dich, ehrlich. Okay, weiter in diese Richtung. Weiter in diese Richtung, okay. Wo gibt's noch was? Hier irgendwo.
Okay, warte, die soll. Ach, hier. Und jetzt? In dieser Gegenstand ist nichts Besonderes zu geben. Oh, das ist praktisch. Wie viele Sternsplitter haben wir denn mittlerweile? 27. Halleluja. Ein herrlicher Sternsplitter. Okay. Oh Mist, ich wollte eigentlich angreifen. So. Er hat sich geteilt. Oh Mist. Warte, ich mache jetzt einfach mal kurz den Erdbeben. Autsch. Wir wurden alle erwischt. Und da sind auch die 10 Münzen wieder drin. Eine Mango. Dann essen wir mal einen Pilz. Was haben wir hier? Ein Würfschlag. Das braucht man nicht. Dann kämpfen wir erstmal noch gegen den Gegner. Und dann mal wieder eine Stelle. Okay, Verteidigungsplus. Hat sich ja echt gelohnt, weil der sich nur geteilt hat. Zeit für eine Mauschale. Jagst du immer noch was? Aber wegen dem Item, ne? Sieht alles sehr schön aus. Entschuldigung, wollte ich nicht. Mist. Wollte mit dem Hammer draufhauen. Oh Gott, eine ganze Reihe von Bonbons.
So, dann würde ich mal tatsächlich mal kurz tauschen. Wunderbar. So, dann einmal wieder unsere Maus. Okay, dann war's das schon. In dieser Richtung. Da oben ist was. Wie komme ich denn da hin? Was haben wir denn hier? Lässt Gegner schrumpfen und schwächt ihre Angriffskraft. Brauchen wir nicht. Gut, aber dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, mach mal einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Bis dahin, tüdelü.